Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg, der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute, alle der felsenfesten Überzeugung, einen Jäger besiegen zu können. Warum, fragen wir sie natürlich erstmal selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Stefan Spatz. Und wenn du heute mit Kanonen schießt, wird das vermutlich nichts helfen. Hallo Jäger, ich heiße Marion Leutz und arbeite in der Anästhesie. Von den maximal invasiven Eingriff in deinen Geldbeutel wirst du gar nichts merken. Ich bin Klaus Weißhaupt. Und ich mache dir heute ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ich gewinne oder Bombe sinkt. Hallo Jäger, ich bin Katrin. Und Einstein kann jeder. Ich heiße Doppelstein. Katrin mit Marion, Klaus und Stefan. Das ist meine Mannschaft heute Abend. Freue mich, dass ihr da seid. Ihr wisst, wie es funktioniert. Jeder und jede einzelne von euch wird gleich erstmal zu mir kommen. In der Schnellraterunde viel Geld einsammeln schon mal bitte, um dann jeweils mit dem Geld ins 1:1 mit dem Jäger zu gehen. Wer es gewinnt, ist automatisch im Finale. Wer verliert, muss nach Hause beginnen, wird heute Abend Stefan. Stefan, guten Abend. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Freue mich über euren Besuch. Alle fröhlich. Katrin weiß noch nicht so ganz, ob sie richtig ist hier, oder? Ja, guck mal, so sehe ich dich viel lieber. Da. Wo kommst du her? Aus Ascheberg. Aus Ascheberg? Nee, Aschaffenburg. Aschaffenburg. Die einzige Stadt, die man mehr mit seinem Dialektnamen kennt als mit dem normalen Namen. Aber okay, und was machst du beruflich? Ich bin Sportökonom und arbeite im Online-Marketing, ja. Ah ja, okay. Also Hobbys, Sport wahrscheinlich, Interessengebiete. Was können wir noch nehmen für die erste Runde? Boah, so Allgemeinwissen. Ich meine, so ich quiz so und dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Allgemeinwissen ist super. machst du Freizeitquiz? Also im Pub? Ja, mal mehr, mal weniger. Ich habe zwei Kinder, da kommt man nicht mehr so ganz dazu. Aber ja, alles gut. Ist ein einziges Quiz. Ja, genau. So, ich drücke die Daumen. Du bist der Kapitän heute. 60 Sekunden für dich. Und deine Zeit startet jetzt. Welche der vier populärsten US-Sportarten spielt man auf Eis? Eishockey. 120:80 oder 130:85 gelten bei Medizinern als gängige Werte für den? Blutdruck. In welchem Film von 2020 spielt Scarlett Johansson die russische Spionin Natascha Romanoff? Weiter. Black Widow. Was für ein Gürtel befindet sich zwischen Mars und Jupiter? Asteroidengürtel. In welchem Beruf ist ein Griff ins Klo kein Fehler, sondern Arbeitsalltag? Elektroinstallateur. Beim Klempner. Anna Gavalda schrieb den Roman Zusammen ist man weniger? Allein. Traditionell ist welches Geschlecht für eine Schiffstaufe zuständig? Weiblich. Welches Bundesland bewirbt sich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032? NRW. Den Musiker David Christian Bongartz kennt man besser unter seinem Künstlernamen David? Ketter. Garrett, welches Organ kann von einer Makuladegeneration betroffen sein? Das Auge. In welchem Bundesland findet seit 1979 das deutsche Kindermedienfestival Goldener Spatz statt? Bayern. In Thüringen, da ist der Spatz reingerutscht. Den Spatz hat er, das wäre schön gewesen. 3.000 Euro, hast du gut gemacht. NRW, 32, ganz genau, ja. 3.000, starker Beginn, oder? Würde ich sagen. Habt ihr eine Vorliebe, was einen Jäger angeht heute? Ich würde gerne gegen Herrn Klossmann spielen. Der ist mir sympathisch und den Herrn Jacobi würde ich gerne vermeiden. Ja, wobei, der kommt eher aus deiner Ecke. Da, ne? Das ist richtig, aber der ist mir zu schnell. Ja gut, sie sind leider alle ziemlich gut. Wir gucken mal, wer da ist heute Abend. Können wir dir die Freude mit dem Besserwisser machen? Sebastian Klussmann, der hat im Sommer Sprichwörter nachgearbeitet, sagt man. Denn im Elfenbeinturm möchte er nicht mehr mit Steinen werfen. Der Quizdoktor kann es sein, Dr. Thomas Kinne. Er hat keine Sorgen bei Sprichwörtern, überhaupt nicht. Es ist ja noch kein Meister im Himmel gefallen. Oder, da ist er, Herr Jacobi, der Quizgott. Er rät gerne, auch wenn es brenzlig wird. Hauptsache nicht das Handtuch ins Korn werfen. Naja, gut. So, einen möchtest du nicht, den anderen lieber. Mal gucken. Wahrscheinlich kommt dann jetzt Dr. Kinne. Hier kommt der Jäger. Ah, der Herr Kinne. Ach, guck mal, da haben wir einen richtigen Riecher gehabt. Guten Abend, Herr Dr. Kinne. Na, Bombe, Sie sind ein wahrer Hellseher. Ich habe gerade gedacht, nicht so gern Jacobi, lieber Klussmann. Jetzt kommt die goldene Mitte oder in diesem Fall die rote Mitte. Die rote Mitte, ja. Schönen guten Abend, ja, Stefan. Blendend sehen Sie aus, glänzend sogar. Ja. Mal schauen, ob das auf Ihr Spiel abfärbt, mal wieder heute Abend. Ja, ich hoffe im Sinne meines Teams natürlich nicht. 3.000 Euro, Stefan Spatz ist da. Mhm. Und ja, was machen Sie denn? Ja, unten fangen wir doch einfach mal mit 1.000 Euro an. Ja,
Und hören oben wo auf? Immerhin fünfstellig, 10.000 Euro. Ja, ganz klassische erste Angebote, ja, würde ich sagen. Was machen wir denn, Stefan? Nur eine Chance im Leben. Wir machen mal sicher und bleiben mal. Ja, wir bleiben auf der Stufe. Bleiben wir. Ja. 3.000 Euro, erste Duell des heutigen Abends. Ist just am Beginnen hier, die Jagd beginnt. So, Stefan, dann mal los hier. Will man die Loyalitätsinseln besuchen, fährt man wohin? A. Nach Pakistan, B. nach Paris oder C. in Richtung Pazifik? Was hast du denn genommen? Den Pazifik als Insel. Ist das, ja, ist das die richtige Antwort? C. Gut. Pazifik, erster Schritt für Stefan. Was sagt der Jäger? Ja, ist eine Inselgruppe im Südpazifik. Südpazifik? Mhm. Na gut. So, zweite Frage direkt hinterher. Zweiter Schritt bitte. Welcher US-Schauspieler gilt als wandlungsfähigster Schauspieler seiner Generation und trägt den Spitznamen Chamäleon? A. Ryan Gosling, B. Robert De Niro oder C. Billy Bob Thornton? Ich habe mich für den Billy Bob Thornton entschieden. Wandlungsfähigster seiner Generation. Haben die alle eine eigene Generation? Haben Billy Bob Thornton? Gosling ist auf jeden Fall deutlich jünger. Bitte? Gosling ist Gosling auf jeden Fall, ja, deutlich jünger. Aber bei De Niro und Thornton weiß ich jetzt nicht. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen C. Billy Bob Thornton. Nee, bekommen den einzigen Robert De Niro. Was sagt der Jäger? Ja. Ich hatte den Begriff Chamäleon auch noch nicht gehört, aber er hat ja sehr viel, er hat sich ja zum Beispiel für Raging Bull hat er sich ja irgendwie sehr viel Gewicht angegessen und so weiter. Er hat ja sehr viele unterschiedliche Rollen in seinem Leben gespielt. Na gut, so einen macht er gut, Stefan. Das ist aber nicht schlimm, weil du immer noch einen Patzer frei hast. Jetzt geht's weiter. Wie lautet der bürgerliche Name der Comicfigur Aquaman? A. Jack Ginger, B. Arthur Curry oder C. Sergeant Pepper? Ingwer, Curry oder Pfeffer? Sergeant Pepper sind die Beatles. Curry oder Ginger? Ich habe Jack Ginger genommen. Weiß es aber nicht. Sag das mal abends nach ein paar Bier, Jack Ginger. Was ist die richtige Antwort? Ich hoffe, nein, es ist der andere. Das war jetzt 50-50. Ja, ich befürchte, das weiß Zacky, ne? Der kennt sich ja aus dabei, Comics und so. Ja, und Ginger ist im Englischen auch, ja, heißt ja einerseits Ingwer und andererseits rothaarig, also das würde auch nicht passen. Eher Namen sind ja Vorname auch häufiger, ne? Das, oder? Auch, Ginger Rogers zum Beispiel, ja. So, Stefan, jetzt wird es ein bisschen eng hier, ne? Schade, ja. In welchem Roman trägt die Hauptfigur den Beinamen Falkenauge? A. Robinson Crusoe, B. Der letzte Mohikaner oder C. Ruf der Wildnis? So, ich wage zu behaupten, dass du richtig sein musst. Der Jäger war schnell, ich glaube, der weiß das, Stefan. Was hast du genommen? Der letzte Mohikaner. Ist das richtig? Gott sei Dank. Nächster Schritt für Stefan. Wir wandern. Und was sagt Dr. Kinne? Ja, das ist ja Hawkeye im Englischen. Gehört zu den Leather Stocking Tales, also den Lederstrumpfgeschichten. Ja. Und er hat so viele Namen, unter anderem Lederstrumpf, aber auch Falkenauge. Falkenauge, okay. So, drei noch, Stefan. Wir arbeiten uns hier ganz in Ruhe nach unten. Das Theaterstück Peterchens Mondfahrt erzählt das Märchen vom A. Marienkäfer, Hirschkäfer oder Maikäfer? Du hast Kinder erwähnt, hast du es schon vorgelesen oder seid ihr noch schon nicht? Märchen? Vier Jahre, da kommen wir gerade hin, noch ein bisschen zu früh, aber ich habe mich für den Maikäfer. Der Maikäfer, was ist die richtige Antwort? Da sind wir doch hier jetzt wieder ganz, ganz souverän dabei. Okay. Nächster Schritt, was sagt der Kinder? Einfacher sein können. Ja, das sucht, glaube ich, sein Bein, oder? Irgend sowas in der Sein Richtung. Bein? Ja, ja, genau. Ja. Nur noch zwei, die wir brauchen. Stefan spielt hier sehr, sehr nervenstark. Der mit 98 Jahren bislang älteste Nobelpreisträger der Geschichte ist der 1922 in Jena geborene Chemiker John A. Extraordinary, B. Well done oder C. Good enough. Was klingt am plausibelsten?
So, gehen wir sie durch. John Extraordinary, John Well Done, John Good Enough. Was würdest du nehmen? Jetzt nur mal ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Ich habe also Extraordinary, glaube ich, kann man ausschließen. Das gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe mich dann für Good Enough entschieden, weil irgendwie Well Done zu naheliegend war. Aber wahrscheinlich ist es dann... Naja, es ist ja auf jeden Fall so, Herr Kinne, korrigieren Sie mich, da ist ja eins richtig und zwei sind dazu gebaut. Da davon gehe ich aus, ähnliche, ja. Gut, ja, ja, gemacht, genau. Toll, Wahnsinn, mhm, oder sonst was. Ja. Ich hätte jetzt... Und damit oute ich mich, dass ich keine Ahnung habe, aber ich hätte gesagt, John Goodenough ist ein gängiger, ja, also spricht sich gut. Könnte, das, genau, ist die richtige Antwort. War das Goodenough? Ja, war es. So, gut. Jetzt haben wir einen Matchball. Zwei Fragezeichen? Ich glaube nicht. Ich glaube einen. Ja, cool. Kannten Sie den Herrn auch? Also, ich hatte den Namen schon mal gehört, aber die anderen Klangen auch erfunden. Okay. Also hatten Sie eine doppelte Absicherung, ja, quasi. Ja. Schon mal gehört und das andere ging nicht. Jetzt wäre schön. Komm, Stefan, das hättest du jetzt wirklich verdient. Welches Fußballturnier wird alljährlich im Vatikan ausgetragen? A. Der Clericus Cup. B. Der Pope Pokal. Oder C. Coppa Halleluja. Clericus Cup. Pope Pokal. Clericus Cup? Hast genommen? Also, es wird dir, es hilft dir überhaupt nicht, vielleicht nicht mal emotional, ich hätte es auch genommen. Ja, also tatsächlich habe ich Pokal, war mir zu deutsch. Mhm. Das ist mir zu deutsch für einen internationales Turnier. Halleluja klingt, als hätte ein Autor große, genau, Freude gehabt. Ja, Coppa ist italienisch und Halleluja ist nicht italienisch. Also, ach so. Ja, das, ja, könnte auch sein. Da hätten wir es auch herleiten können. Also. Haben wir unterschiedliche Antworten? Scheinbar. Nein. Haben wir dieselbe Antwort? Ja. Dann ist ja alles gut. Ist ja vor dem Finale, wenn nicht, spielen wir weiter. Och, danke, das hast du so verdient. Ganz stark, Stefan. 3.000 Euro. Marion, weiter geht's. Top. So, Marion, große Erleichterung hier allenthalben. Das, ja, war ja schon mal. Du siehst auch aus wie pure Dramatik. Ja, das ist auch so. Ist es deine Aufregung oder war es Stefans Duell? Meine Aufregung. Naja, gut, eine Mischung vielleicht dann. Ne? Wo kommst du her? Du hast was vorhin mit ich komme aus Tübingen. Wissenschaftlichen Begriffen. Nein, ich arbeite in der Anästhesie in Tübingen. Anästhesie? Anästhesie, in der, ja, Anästhesie. In der Anästhesie. Okay, und was sind so Hobbys? Was ich koche gern, ich lese gern, ja, und dann nichts tun. Nichts tun? Ja, nichts tun mag ich gern. Ja, das ist gut. Du, ja, könntest mit Herrn Klussmann Jäger Paar bilden. Der macht auch nichts. Das außer jagen dann abends. Dann. Das ist ja auch gut. Dann wollen wir deine Runde spielen. Du bist, glaube ich, als App-Gewinnerin gekommen. Ja. Ne? Habe ich vorhin hier gehört. Ich habe ja nicht gedacht, dass außer mir jemand auch mal gewinnt. Ja? Also, doch. Ich habe sie ja jetzt richtig drauf, die Jäger. Gut. Eine Minute für dich und deine Zeit startet genau jetzt. Welche Farbe ist typisch für eine Guacamole? Grün. Bei einer Diät will man Gewicht und bei einer Rasur den Bart? Verlieren. In welcher Großstadt befindet sich mit drei Spielstätten das Schmidt-Theater? Hamburg. Einen vielseitig begabten Menschen nennt man redensartlich einen Tausend? Sasa. Werden die Erdtage von Jahr zu Jahr länger oder kürzer? Länger. In welchem Jahrzehnt wurde in Deutschland die erste goldene Schallplatte verliehen? 50er. 70er. In welchem hölzernen Raum sitzt man zur Erholung gerne nackt zusammen? Sauna. Die Mitglieder welcher freikirchlichen Armee werden auch Salutisten genannt? Weiter. Halsarmee. Welches nordische Land qualifizierte sich 2019 erstmals für eine Fußball-EM? Island. Finnland. Durch welche Zubereitungsart wird ein Hering zum Bückling? In Salzlake. Räuchern. Welche ZDF-Serie erhielt 2019 bei der Publikumswahl beliebteste Heimatserie Die Goldene Kamera? Bergdoktor? Ja, was ist der Name für eine Gliederpuppe und beginnt mit dem Namen Marion? Marionette. Was überhaupt nicht in Frage kommt, kommt redensartlich gar nicht in die? Weiter. Tüte. Durch welchen Teilnehmer des Dschungelcamps 2016? Weiter. 4.000, du, und du warst so nervös. Ja? Prima. Ich hätte gehofft auf, das kommt nicht in die Tüte. Das, aber ja, das ist war... Englisch, oder? Weiß ich nicht, war einfach... Aber guck mal, du, drei, vier, ich weiß schon, was gleich noch kommt bei euch, aber du hast eine super Runde gespielt. Ich hoffe, es gibt dir jetzt die Ruhe und den Rückenwind, denn kannst dir nicht ersparen, hier kommt der Jäger. Ja,
Herr Dr. Kinne, willkommen zurück. Die schönen Gefragt-Gejagt-Geschichten mal wieder. Marion hatte die Befürchtung, sie wüsste ihren Namen gar nicht mehr und kommt jetzt mit 4.000 Euro hier. Sogar die Marionette hat sie noch gewusst. Guten Abend, Marion. Genau. Sie arbeitet in der Anästhesie in Tübingen. Ja. Und was haben Sie denn für Angebote hier? Ja, die 4 ist eine schöne Zahl. Die können Sie auch gerne unten behalten. Ich nehme Ihnen aber die Nullen weg. 4 Euro. 4? Ja. Dann machen Sie aber jetzt eine dran. Ich setze sogar eine 1 davor, 14.000 Euro oben. Ach so. Nach meiner Rechnung wären es dann 140.000 gewesen. Ach so. Ah, zock doch. Nee. Bist du hoch? 4.000. Gute Summe. 4.000? Wir spielen um 4.000 Euro. Ne? Hacker gang über den Neger. Gang über genau. Den Rhein. Der nimmt mal bei mir ein und die Jagd beginnt. So, 4.000 Euro holen wir uns, Marion. Es geht los mit dieser Frage. Wer spielte wohl in Hitchcocks Vertigo aus dem Reich der Toten eine Doppelrolle? A. Kim Novak, Tippi Hedren oder Grace Kelly? Schneller Jäger, du ziehst nach. Wen hast du genommen? Kim Novak. Kim Novak, ist das richtig? Na bitte, guck mal. Ja, ihr könnt richtig ausrasten hier. Wir haben ja nur uns. Was sagt der Jäger? Ja, die anderen beiden waren auch bei Hitchcock, Tippi Hedren in The Birds und Grace Kelly in To Catch a Thief. Da hat sie dann ihren späteren Mann kennengelernt. Ja? Mhm. Ah ja, schön, oder? Ich habe hier noch nichts gefunden, mal gefragt, ja. Aber wer weiß, hier kommt die nächste Frage. Was ist in der Vogelwelt normal? A. Noahismus, Kainismus oder Isaakismus? Noah, Kain oder Isaak? Hätte natürlich Abelismus auch reingepasst wahrscheinlich. Ne? Ja. Den gibt es vielleicht anders verortet. Was hast du denn genommen jetzt, Marie? Kainismus. Kainismus. Ja, man bringt den Bruder. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Und was sagt der Jäger? Zweiter Schritt für Marion. Ja, das ist, dass jüngere Geschwister getötet werden, schwächere, damit die anderen mehr Überlebenschancen haben. Wollte ich gerade sagen, also ist es wirklich angelehnt an Kain und Abel und Kain damals als... Okay, dann machen wir weiter im Gleichschritt. 3 brauchst du noch. Nächste. Die Kräutergewürzmischung Gremolata gehört auf welches Gericht? A. Moussaka, Osobuku oder Paella? So, jetzt baue ich natürlich auf dich. Osobuku. Was ist noch was? Moussaka ist Hackfleisch, ne? Hackfleisch, Aubergine-Auflauf und Paella halt Paella. Ja? Was ist die richtige Antwort? Na bitte. Sehr gut. Ganz souverän hier. Warum zockt ihr nicht alle? Na gut, du wärst raus gewesen mit Zocken. Du nicht. Egal. Was sagt der Jäger? Also, ja, auch nicht. Kann sich auch sprachlich nähern. Das eine ist griechisch, das andere ist Spanisch. Und da passt Gremolata auch nicht dazu, weil es ein italienisches Wort ist. Na, dann haben Sie aber jetzt hier, sind Sie durch ganz Europa durch jetzt. Sehr schön. Was kommt als nächstes? 2 brauchst du noch, Marian. Welches europäische Königshaus änderte 1980 sein Thronfolgegesetz? A. Niederlande, Großbritannien oder Schweden? Was hast du genommen? Schweden. Schweden? Wenn Harry der Ältere wäre, dann hätten die Briten, glaube ich, nochmal bedauernd zurückgeschaut und gesagt, hätten wir es getan. Ist Schweden richtig? Ja, ja, aber sowas von. Was sagt der Jäger? Was war die Änderung? Die hatten eine männliche Thronfolge und so haben sie das dann aufgehoben und dadurch konnte Victoria Thronfolgerin werden. Die mit dem Daniel Westling verheiratet ist, ne? Ja. Ja, okay. Dann machen wir jetzt Schluss, oder? Ja. Bist du noch nervös? Nee, ne? Ja, guck mal. Ja. Warum denn bloß? Ach so, weil du das große Geld nicht genommen hast. Nein. Du hast Angst, dass die meckern gleich, wenn du nach hinten kommst. So, Matchballfrage. Wer gilt denn als Meister des Kontrapunkts? A. Otto von Bismarck, Johann Sebastian Bach oder Sepp Herberger? Was hast du genommen? Sowas von keine Ahnung, Sepp Herberger. Nicht dein Ernst? Doch, ich habe keine Ahnung. Okay, das ist schön. Sepp Herberger war Bach wahrscheinlich. Sepp Herberger war Fußballtrainer. Das weiß ich. Ach so. Das habe ich sogar gewusst. Aber es ist Bach wahrscheinlich. Das macht das alles nicht besser gerade. Was ist die richtige Antwort? Ja, Johann Sebastian Bach ist richtig. Was sagt der Jäger? Ja, ist ein Begriff aus der Musik. Ja.
So ist es. Was kommt jetzt denn als zweiter Matchball? Jetzt noch raus. Mario. Wie hieß der Schimpanse, mit dem am 31. Januar 1961 die Raumkapsel der Mercury Redstone 2 besetzt wurde? A. Egg, Ham oder Toast? Hilft es dir, Marion, wenn ich es als erweiterte Kochfrage betrachte? Nicht mal in dem Fall. Wie hieß dieser Affe? Egg? Egg? Ham? Toast? Naja, ich habe dich gefragt. Einer von den dreien. Was ist die richtige Antwort? Ah, nee. Der hieß Ham. Jetzt wird's aber spannend. Und das weiß der Jäger, glaube ich. Ja, die anderen waren... Die waren eigentlich alle drei albern, aber... Manchmal ist das so. Marion? Ja, ich weiß. Wenn du mir jetzt sagtest, du seist nervös, dann würde ich es verstehen. Jetzt, bitte, jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt geh durch, bitte. Wie lautet der deutsche Name der Hauptstadt der Slowakei? A. Agram, B. Laibach, C. Pressburg. So, wie heißt es? Bratislava, ne? Pressburg. Genau, Laibach ist die Hauptstadt von Slowenien und Agram ist die Hauptstadt von Kroatien. Herzlichen Dank. Damit sind wir im Finale. Ja, bitte. Guck mal, warum auch so einfach, wenn es auch spannend geht. So, 7000. Klaus, du bist dran. So, Klaus, bislang läuft der Abend doch, oder? Ja, prima bisher. Ja, absolut. Jetzt komme ich auch noch. Und wie? Du wirst zocken gleich, hoffe ich, ne? Das mal ja, kommt drauf an. Er hat heute so einen komischen Kragen an. Den Geizkragen. Den Geizkragen, das ist schön. Wo kommst du her? Ich komme aus Dortmund. Aus Dortmund, okay. Und was machst du beruflich? Nüscht. Rentner. Nüscht. Herrlich. Ja, wunderbar. Hast du mal was gemacht, oder? Ja, ich habe auch mal was gemacht. Ich war, zum Schluss war ich in, man nennt es interne Revision. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Also was vorher. Mach ich hier jeden Tag. Ja, ist klar. Ich mache das hier alles selbst. Vorher eine Datenverarbeitung und sowas alles. Ich mache auch Inventur hier immer. Ja, was zählst du denn hier? Die Fragen. Oder was? Ach, die Fragen. Und die richtigen Antworten der Jäger. Ja, die dann Fragen. Spiele ich sie gnadenlos gegeneinander aus. Ja, genau. So, komm, dann wollen wir loslegen. Eine Minute auch für dich. Toi, toi, toi. Die Zeit startet jetzt. Ein Spielwürfel hat 21 Punkte. Welche Gelder werden in Deutschland für Ordnungswidrigkeiten verhängt? Bußgelder. Mit welchem James-Bond-Song schaffte es Shirley Bassey in die Top 10 der USA? Weiter. Goldfinger. Ergänzt man den Namen Kevin um ein L, wird er zu welcher Temperatureinheit? Kelvin. Wie heißt die italienische Provinz Alto Adige auf Deutsch? Weiter. Südtirol. In welchem Jahrzehnt wurde die koordinierte Weltzeit UTC eingeführt? 60er. 70. Welcher Wein gehört klassischerweise in das Gericht Coq au Vin? Rotwein. Wie lautet der Nominativ Plural von Pinsel? Pinsel. In welchem Nachbarland wurde im Dezember 2019 das AKW Mühleberg abgeschaltet? Belgien. Schweiz. Zahlen den Soli nur Bürger im Westen? Nein. Herodes und Mariamne heißt eine Tragödie in fünf Aufzügen von Friedrich Hebbel. Welcher redensartliche Schuster erledigt stümperhaftes Stückwerk? Weiter. Der Flickschuster. Während welches Teils des Tages ist die Sonne nie zu sehen? Nacht. Auf den wievielten März fiel 2020 der Beginn der Sommerzeit? 20. 29. Welcher Gottfried begleitete die Talkshow? 3.500, das sind gute Runden hier heute. Schön. Gut gemacht. 29. März. Wo, muss man das wissen oder hätte man da irgendwie Geburtstag haben müssen? Oder ich weiß gar nicht. Das glaube ich nie allgemein wissen. Ich weiß, also Sommerwende, so längster Tag im Juni, das 20. Ja. Das war gar nicht auf 20. war. Ja, im Zweifel weiß es Herr Kinne, den holen wir jetzt. Hier kommt der Jäger. Herr Kinne, Sie lächeln noch. Also im Rahmen der Empathie, mich auf Ihren Stuhl setzend, wäre ich so ein bisschen sickig. Zweimal haarscharf. Ja, also, genau. Sehen wir mal. Hätte für mich auch anders ausgehen können. Tolle Duelle bislang, muss wunderbar. Man sagen. Wunderbar. Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Klaus, erst einmal guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Doktor. Ich habe gehört, Sie haben ein Angebot gemacht vorhin. Entweder Sie gewinnen oder Herr Bommes singt. Da hatten Sie wahrscheinlich drüber weggegangen. Ja, aber da hat er wahrscheinlich nicht mit mir gerechnet, weil mir gefällt ja Ihr Gesang. Ja. In diesem Sinne, war ein schöner Abend mit Ihnen, Klaus. Herr Bommes, Ihr Auftritt. Ein Kulturkenner. Nee, so nicht, Herr Doktor. Sie ja, wollen okay, unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Gut. 3.500 Euro. Ja. Und ja, machen Sie doch mal ein Angebot, das er nicht ablehnt. Dass Sie gerne ausschlagen können, nämlich minus 1.000 Euro.
Brüller. Ja, ne? Und ja, ich bin ja sowieso als Geizkragen verschrien, dann ist der Ruf nur erst einmal. Ja, okay, aber der Ruf ist schon ruiniert. Ich bleib bei den 14.000 oben, die sind ja vorhin nicht abgeholt worden. Okay. So einen Stundenlohn wollte ich schon immer haben. Aufwärts. Okay. Wunderbar. Nach oben? Na, klar. Na bitte, komm, dann machen wir das jetzt. Bislang steht der Abend echt unter einem guten Stern. Warum soll das nicht klappen? Die Jagd beginnt. So, Klaus, 6 richtige brauchen wir und los geht es. Wie heißt die oberste Stufe eines griechischen Tempels, auf der die Säulen stehen? A. Zölibat, B. Stylobat oder C. Aschgabat? Immer wenn Herr Klussmann reinkommt, sagen die Frauen immer Stylomat. Aber das ist hier mit Bart und Stylo wahrscheinlich. Was hast du genommen? Ich habe Stylobart genommen. Stylobart mit einem spitzen S. Mit einem spitzen S, warum ja, auch immer, keine Ahnung. Spitzen Stein auf der Zunge hat der Klaus. Aber er kommt ja aus Dortmund. Was ist die richtige Antwort? Das ist ein schöner Start. Ja. Sehr gut, ein schöner Start. Was sagt der Jäger? Aschgabat ist eine Stadt mit der Zölibat. Zölibat ist ja. Zölibat ist was aus der katholischen Welt. Und ist es Stylobat oder Stylobat? Stylo wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, also griechisch gesagt Stylo, ja. Gut. So, zweite Frage, gleich Schritt weiter, bitte. Die Sendung mit dem Klaus ist fester Bestandteil welches TV-Satire-Magazins? A. Heute Show, B. Extra 3, C. Die Anstalt. Ich weiß es und daraus könntet ihr ableiten. NDR, gell? Bitte? NDR. Oh, Klaus, was hast du genommen? Extra 3. Extra 3, B. Und ist das richtig? Sehr gut gemacht, Klaus. Zweiter Schritt. Und was sagt der Jäger? Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgedacht, weil ich alle 3 Sendungen sehe. Und da habe ich gedacht, ich könnte es auch verwechseln. Aber das ist schon ganz hat große Tradition auch bei Extra 3, ne? Ja, ja. Es gibt schon lange. Ja, toll ist im Stil der, Sendung mit der Maus gemacht. Ja, ganz genau. Was kommt als nächstes? Wie heißt der Nachtalb in Michael Endes Unendlicher Geschichte? A. Wuschwusul, Radagast oder Abraxana? Wofür hast du dich entschieden, Klaus? Ich habe Abraxana genommen, weil ich keine Ahnung habe. Okay. Was ist richtig? Wuschwusul. Herr Kinne, was haben Sie genommen? Ist schon eine Weile her, aber ich konnte mich erinnern. So, nicht, dass jetzt Ende für dich ist hier. Bitte, Klaus, ab jetzt richtig. Welcher kluge Mann sagte, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser? Ach, wie schön. A. Mick Jagger, B. Charlie Chaplin oder C. Andreas Scheuer? Entschuldigt, ich wollte euch nicht irgendwo rein oder raustreiben aus Antworten. Andreas Scheuer ist sehr schön. Der bekannte Philosoph, Andreas. Es ist fast so schön wie die Schule des Lebens kennt keine Ferien. Das mag ich auch sehr gerne. Wen hast du denn genommen? Also da ich nicht bescheuert bin, versuch dieses Mal mit Charlie Chaplin. Weil du nicht bescheuert bist. Ja. Weil ich nicht bescheuert bin. Was ist die richtige Antwort? Bitte nicht Mick Jagger jetzt. Okay, gut, Klaus. Was sagt der Jäger? Ja, er hat einige kluge Sprüche von sich gegeben. Gut. Hier kommt die nächste. Bitte wieder nicht die letzte. Wer ist bei seiner Geburt kaum 2 Zentimeter groß? A. Der Koala, das Erdmännchen oder der Otter? 2 Zentimeter. Das waren schon 5. Okay. Ja. Was hast du genommen? Den Koala im Beutel, glaube ich. Ist das nicht ein Beuteltier? Koala im Beutel? Ja. Ja? Was ist die richtige Antwort? Gut, Koala. Ob im Beutel oder nicht, aber was sagt Herr Kinne? Erdmännchen, nein. Ja, der Koala war schon in Australien. Nur noch 2, dann wären wir bei 21.000 Euro. Welches Land besitzt 3 Hauptstädte, da Judikative, Legislative und Exekutive jeweils in unterschiedlichen Städten sitzen? A. Kanada, Indonesien oder Südafrika? Wer hat 3 Hauptstädte? Indonesien, habe ich geraten. Was meint ihr?
Ich hätte auch Indonesien gesagt dabei. Ich würde sagen Kapstadt, Pretoria und Bloemfontein. Ach, echt. Damit haben sie ja nicht nur die Spannung rausgenommen, sondern auch leider für Ernüchterung gesorgt. Ja, das könnte bedeuten, dass A, Klaus falsch ist und B, sie richtig und C, sie damit auf 2-1 oder 1-2 verkürzt. So also Südafrika, laut Dr. Kinne. Ja, und das hat auch der Jäger. Danke. Und dementsprechend herzlichen Dank, lieber Klaus. Grüße nach Dortmund. Super. Feuer schön an dir, Katrin. Weiter geht's. So, Katrin, schade. Ich hänge gerade noch so ein bisschen an dem Südafrika-Ding eben. Aber hättest du Südafrika genommen? Ja. Na ja, gut. Aber dann vertraue ich dir jetzt, dass du uns das Geld von Klaus bitte wieder reinholst. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir können ja erstmal. Wir können erstmal nicht quatschen, sondern gleich spielen, meinst du? Ja. So, jetzt machst du eine schöne Runde und deine Zeit startet genau jetzt. Welche Raubkatze wird König der Tiere genannt? Löwe. Peter Prange schrieb den Roman Unsere Wunderbaren. Weiter. Jahre. In welchem Jahrzehnt feierte Clint Eastwood seinen ersten Oscar-Triumph? In den 40ern. 90er. Aus welcher Sprache stammen die Fachbegriffe des Kampfsports Capoeira? Aus Japan. Portugiesisch. Wie heißen die Querhölzer einer Leiter? Stiegen. Sprossen. In welcher Stadt wurde die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnet? Das weiß ich nicht. Weiter. Philadelphia. Was steht in der chinesischen Philosophie für das Aktive? Yin oder Yang? Yang. Mit welchem Glas hat die österreichische Moderatorin Doris Goldpaschi Häufer Umlauf? Die Autobahn A13 verbindet Berlin mit welcher Landeshauptstadt? Weiter. Dresden. Was bezeichnet rücksichtsloses, schnelles Autofahren und auch eine Grasfläche? Raser. Welcher Franzose veröffentlichte 1869 den historischen Roman Der lachende Mann? Weiter. Victor Hugo. Welcher Fuß ist auch als Gänsekraut bekannt? Weiter. Beifuß Sascha Vollmer, Sänger der Band The Boss. Hoss. Welche Insekten... 1500. Hattest du Raser gesagt? Ja. Ah, okay, ich wunderte mich, wo es blieb, aber okay, Rasen natürlich. Naja, gut. 1500 und alles ist gut. Hast es überstanden? Ja. Hier kommt der Jäger. So, Herr Dr. Kinne, Sie haben verkürzt, aber Sie werden nicht ausgleichen, hoffe ich. Katrin ist da, Anwältin. Schönen guten Abend, Katrin. Und wir kommen mit 1500 Euro, warten auf Ihr letztes Angebot. Mhm. Ja, dann würde ich mal unten die 50 stehen lassen aus der Mitte. Dann weiß ich, was Sie nach oben bieten. Nö, wissen Sie nicht. Ich lasse einfach die 14.000, die nicht abgeholt werden. Sie wenigstens 15 dann auch noch. Stringent. Was meinst du, Katrin? Nein, ich gehe nicht hoch, ich bleib da. 1.500 Euro Entscheidung ist gefallen. Und wir gehen jetzt hoffentlich gleich ins Dreierfinale. Die Jagd beginnt. So, Katrin, auf geht's. 5 richtige. Der erste kommt. Ein Sketch von Loriot beginnt mit dem Dialog. Spielen Sie Skat? A. Nicht gut. B. Im Moment nicht oder C, nie. Ich finde es immer so, immer wieder gut. Spielen Sie Skat? Im Moment nicht. Hast du es genommen? Im Moment nicht. B ist gut. Ne? Was ist die richtige Antwort? Irgendeinen, der fällt mir jetzt nicht ein, aber irgend so einen gibt es auch bei Die nackte Kanone. Ja, ich mag solche Witze. In sechs Worten hat man einen Gag gebaut. Ist gut, toll, ne? Oder? Ja. So, was sagt der Jäger? Zweite Frage. Während der Chirurg operiert, überwacht wer den Zustand des Patienten? A. Der Anästhesist oder der Anästhesist? Ich versuche es tübingisch zu machen. Guckt in Ruhe drauf. Meistens ist der erste, ich sag's immer wieder, Herr Kinne, ne? Meistens ist der erste Impuls der richtige. So, Morion, das wäre deine Frage gewesen, ne? B ist es. B. Ne? B. Hast du B genommen? B ist die Antwort von Katrin, gutiert von Marion und die muss es wissen. Ansonsten hättest du ein Problem, wenn du heimkommst. So, richtige Antwort, was sagt der Jäger? Natürlich auch, okay, mit STH und genau. Umlaut. Wobei man heutzutage nie weiß, wo dann wieder ein TH weggenommen wird. Und, aber da sind wir ja ähnlich konservativ, also die ganzen, ich schreibe immer noch wie vor der ersten. Ich auch. Hier kommt die nächste Frage. 3 noch, Katrin, läuft gut. Eine Diät ist laut Wortherkunft eine vom Arzt verordnete A.
Lebensweise, B, Übung oder C, Einschränkung? Wortherkunft. Was hast du genommen? Die Lebensweise. Die Lebensweise, ist das richtig? Absolut, super. Nächster Schritt, was sagt der Jäger? Ich war etwas verwirrt, weil ich dachte, das ist das, was man täglich macht oder so. Das käme von Dies, der Tag. Aber wir haben es ja beide richtig. Wir fragen Herrn Nagorsnik. Der hat es damals mitentwickelt wahrscheinlich auch. Hier kommt die nächste Frage. Zwei noch, die wir brauchen. 1968 hatten die Beatles einen Hit mit dem Song Lady A. Rihanna, Madonna oder Nena? Ich kenne den Song nicht. Entschuldige, ich wollte dich nicht unter Druck setzen nach dem Einloggen mit meinem Lachen, aber... Ich habe Madonna genommen. Ist falsch? Lady Madonna? Keine Ahnung. Kennst du nicht Lady Rihanna von den Beatles? Nein. Nee? Lady Rihanna, Children at your feet, wonder how you managed to make ends meet? Aber ich werde es mir jetzt mal anhören. Okay, was ist die richtige Antwort? Lass dich doch nicht von mir. Also ist doch völlig richtig. Lady Nena wäre auch nicht schlecht gewesen. Deswegen habt ihr gelacht. Balloons. Oh, was sagt der Jäger? Natürlich. Lady Gaga wäre schön gewesen. Das wäre auch gut gewesen. Ne? Das wäre zu einfach gewesen. Ja. So, Matchbälle. Wir gehen hoffentlich mit 1.500 Euro jetzt ins Finale. Was hat der Fahrer eines Sattelzugs an Bord zu haben? A. Dämpfmütze, Grenzgürtel oder Hemmschuh? Was hast du genommen? Den Grenzgürtel, was auch immer das sein soll. Okay, oh, du lächelst so fröhlich, als seist du dir sicher, es ist richtig. Nein. Was ist die richtige Antwort? Ist Katrin im Finale? Nein, den Hemmschuh. Ach so, damit es nicht wegrollt? Genau, legt man unter die Räder als zusätzliche Sicherung. Okay. Was sagt der Jäger also? Nächste Chance, Katrin, bitte jetzt ins Finale. Was wurde früher mit Aufschwörungstafeln bewiesen? A. Unschuld, adelige Herkunft oder Rechtgläubigkeit? Aufschwörungstafel, was für ein tolles Wort, oder? Könnte man heute, wenn die Diskussion wieder losgeht in Amerika, ob irgendwelche Kandidaten auch in Amerika geboren sind, könnte man dann die Aufschwörungstafel vielleicht bemühen. Ich liebe das Wort. Was hast du denn genommen? Die adlige Herkunft. Die adlige Herkunft? Ist das richtig? Sind wir damit durch? Ja, prima! Du, das wären 14 gewesen, ne? So, wir spielen um 8,5, Dreierfinale. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Ein sehr launiger und sympathischer Abend. Kriegt jetzt hoffentlich sein würdiges Finale. 8.500 Euro für Katrin, Marion, Stefan. Fragezeichen. 3 Punkte habt ihr Vorsprung. Und ich bitte euch sehr um eine gute 2-Minuten-Runde jetzt, ja, damit ihr euch einen guten Vorsprung verschafft. Herr Dr. Kinne ist ein Finalmonster, das wissen wir. Also braucht schon ein bisschen was. Die Zeit für euch drei startet jetzt. Wie nennt ein Friseur gespaltene Haarspitzen? Split. Der Comiczeichner Rolf Kauka schuf welche beiden Zwillingsfüchse? Fix und Foxy. In welchem Fall muss das Objekt nach dem Verb gratulieren stehen? Weiter. Von einer Affäre mit welcher Janis soll Leonard Cohens Chelsea Hotel No. 2 berichten? Janis Joplin. Was für eine Geburt ist eine Reinkarnation? Wiedergeburt. Welche europäische Hauptstadt heißt in der Landessprache Warszawa? Warschau. Einen Porzellantiegel benutzt man häufig in welchem Schulfach? Chemie. Welche dänischen Brüder standen in dem Historienthriller Tage des Zorns gemeinsam vor der Kamera? Weiter. Welcher deutsche Staat bestand von 1949 bis 1990? BRD. Wie heißt der witzereißende orange-braune Bär in der Muppet Show? Kermit. Orlando Bloom spielt im Film Troja welchen Königssohn? Apollo. Das Schloss Gripsholm kann man in welchem Land besuchen? Weiter. Die Prinzen singen, ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer.
Welcher Facharzt diagnostiziert ein Glaukom? Augenarzt. In welchem Land ist der Schwanzlurch Axolotl beheimatet? Südamerika. Wer war über 10 Jahre Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und später noch mal über 10 Jahre von Thüringen? Weiter. Jörg Dräger moderierte die Fernseh-Gameshow Geh aufs Ganze. Aus welcher Region in Belgien kommt ein Flamme? Aus Flammen. Wer am Tag der Arbeit zur Welt kommt, hat welches Tierkreiszeichen? Stier. Wer kam mit seiner göttlichen Komödie in den Kanon der Weltliteratur? Dante Alighieri. I didn't know my own strength heißt ein Song welcher Whitney? Im Jahr 1920 wurde die Region Siebenbürgen ein Teil welches Landes? Rumänien. Ist die Freude getrübt, enthält sie. 14 Punkte sind es geworden. Mega schwer. Ich hatte gehofft, so 2, 3 mehr, aber 14 ist völlig in Ordnung. Aber das wird jetzt ein Ding, glaube ich. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Dr. Kinne, eine 14, das ist immer so schwierig, ja, in der Einschätzung. Ne? So. Man hat schon Dinge gesehen. An allen Grenzen irgendwie. Ja. Ne? Ja. 2 Minuten für Sie, halten wir uns an die Fakten mit genau. Umsetzmöglichkeit, hoffentlich häufig für euch. Und zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. 2 Minuten für Dr. Thomas Kinne für 14 richtige Antworten. Seine Zeit startet jetzt. Auf welchem Körperteil trägt man einen Fäß? Kopf. Die Bände Calamity Jane und das Greenhorn gibt es in welcher Comicbuchreihe? Lucky Luke. Für welchen 5. Fall ist das Lateinische berühmt-berüchtigt? Ablativ. Welcher Marcello hatte mit Catherine Deneuve eine langjährige Mastroianni. Affäre? Wie nennt man im Christentum den Sonntag vor Ostern? Palmsonntag. Welche europäische Hauptstadt heißt in der Landessprache Praha? Prag. Mit Ribosomen kann man es in welchem Schulfach zu tun Biologie. Bekommen? Welcher berühmte Regisseur ist Nachbar von Rick Dalton in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood? Passe. Stopp die Uhr. Erste Chance für euch. Ich weiß es nicht. Hälfte hat er schon weg. Braucht jetzt die Antwort? Steven Spielberg. Roman Polanski. Hm. Ja, ich mach mir. 1,20 noch für 7. Die Zeit startet jetzt. In welchem Land galt von 1920 bis 1933 die Prohibition? USA. Applaus, Applaus, Applaus ruft immer wieder welche Figur der Muppet Show? Kermit. Der Oscar-prämierte Film 1917 spielt in welchem Land? Italien. Stopp die Uhr. Ja, Frankreich. Frankreich. Frankreich? Frankreich? Frankreich. Frankreich, richtig. Ja, den habt ihr gebraucht. Ja. Erster Rücksetzer. Ja. Herr Kinne geht von 9 auf 8, braucht 6, hat 1,04 ab jetzt. Das Grabmal von Askia liegt in welcher afrikanischen Republik? Zentralafrikanisch. Stoppt die Uhr. Kongo. Ich weiß es Kongo. Nicht. Kongo. Mali. Ah. Ja. 58, wir sind unter der Minute. 6 brauchen Sie, die Zeit startet jetzt. Gitte Henning gestand in einem Lied. Ich habe die Liebe verspielt in Monte. Video. Stoppt die Uhr. Carlo. Monte Carlo, richtig, Carlo. Jawohl. Stimmt, ja. 52 für 7, die Zeit startet jetzt. Von welchem Arzt bekommt man eine Inlay? Zahnarzt. In welchem Land lebt der Transvaal-Löwe? In Südafrika. Welcher Verteidigungsminister kommentierte 2011 seinen Rücktritt als den schmerzlichsten Schritt seines Lebens? Pass. Stopp die Uhr. Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg lasse ich gelten, also zu Gutenberg, das ist aber ja völlig klar. Karl Theodor zu Gutenberg. 36 Sekunden, ich habe gesagt, das wird ein Drama hier für 6 Richtige. Die Zeit startet jetzt. Eine TV-Serie rund um die Familie Steinkamp heißt alles was? Zählt. Aus welcher spanischen Region stammt ein Katalane? Katalonien. Wer als Aprilscherz zur Welt kommt, hat welches Tierkreiszeichen? Steinbock. Stopp die Uhr. Wieder. Richtig. Oh, ich krieg 1000 Tode, weil ihr immer gleich raus. Ihr müsst im Schlaf rein. Ihr müsst warten. Okay. Ganz ehrlich, Taktik ist eure Taktik. Ja. 22 Sekunden auf der Uhr. 5 brauchen Sie, Herr Kinne. Die Zeit startet jetzt. Wer schrieb den 1890 erschienenen Kriminalroman Das Zeichen der 4? Conan Doyle. Du, die Wanne ist voll, sangen gemeinsam Ulk Nudel, Helga Feddersen und Didi. Hallerborden. Köln war von 1794 bis 1814 durch welches Land besetzt? Frankreich. Welches Wasser ist ein scherzhafter Ausdruck für Schnaps? Lebenswasser. Stopp die Uhr. Aquavit. Was? Aquavit. Aquavit.
Nee, Zielwasser getrunken, sagt man. Ja, ja, okay, Aquavit war Lebenswasser, ich hab's. 2-2. Ja. Die Zeit startet jetzt. In welchem Jahrzehnt trat in Deutschland das erste? Ihr habt's gewonnen. 8.500 Euro für Katrin, Marion und Stefan. Heieiei, Drama Baby, sagt man doch, oder? Wo waren die, das waren die Rücksetzer oder irgendwo, sie hatten gleich 7 am Anfang hintereinander. Ja, Monte Carlo war ziemlich. Monte Carlo, der war natürlich, was war das, Gitte, ne? Ja. Aber ach Mensch, aber was für ein schöner Abend. Herzlichen Glückwunsch an euch, ja? Teilt das anständig auf. Und das war Gefragt, Jagd für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend, tschüss.